Geschichte über eine Frau, Johanna von Ingelheim, ihr Name, die es geschafft haben soll, Papst zu werden. Päpstin dann sozusagen. In der Welt des Vatikans, die für Frauen so viel übrig hat wie Hunde für Katzen. Ob die Geschichte stimmt oder nicht, weiß man nicht. Aber das Buch war ein Bestseller und der neue Film von Sönke Wollmann wird wohl auch guten Zulauf haben. Auch dank der Päpstin selbst, die wird nämlich von Johanna Wokalek gespielt. Peter Twiehaus hat sie in Wien getroffen. Johanna Wokalek muss Text lernen. Dafür geht sie in ihr Lieblingscafé, den Florianihof. Die 34-Jährige wohnt gleich um die Ecke. Aber zu Hause geht Text lernen gar nicht. Weil ich nämlich gerne in einer leichten Dekonzentration Text lerne. Also ich kann leichter Text lernen, wenn hier immer so rundum was los ist. Ich weiß nicht, das erhöht wahrscheinlich meine Konzentration auf den, ich weiß nicht, vielleicht fällt mir manchmal leichter als zu Hause. Wien, das ist ihre Stadt. Hier ging die Freiburgerin zur Schauspielschule. Und das Burgtheater ist ihr zweites Zuhause. Seit bald 10 Jahren ist Johanna Wokalek festes Ensemblemitglied. Viele Klassiker hat sie gespielt. Lessing, Tschechow, Shakespeare. Theater, das ist ihr Herzblut. Dieses Gefühl des Zusammenspiels mit einem Ensemble auf der Bühne ist unglaublich. Man ist auch abhängig davon, dass jeder gleich stark ist. Und da geht es nicht darum, dass es eine Nebenrolle ist oder eine Hauptrolle, sondern da geht es um dieses ganz gesamte Orchester des Spiels. Ihr zweites Standbein, das Kino. Auch hier ist ihre Bandbreite enorm. Von der Liebeskomödie Barfuß bis zum Bader-Meinhof-Komplex. In dem Terroristendrama spielt sie Gudrun Enslin. Und jetzt ist sie die Päpstin. Gnädiger Gott, kann dies dein Wille sein, dass jemand wie ich auf dem Stuhl Petri sitzen soll? Es ist die Geschichte von Johanna, die aus ihrer Rolle ausbricht. Im 9. Jahrhundert bekommen Frauen keine Bildung, also verkleidet sie sich als Mann und tritt einem Kloster bei. Am Ende sitzt sie auf dem päpstlichen Thron. Um als Mönch zu überzeugen, ließ sie sich eine Tonsur rasieren. Es war dieser Tag, dann, also jetzt werden die Haare abgeschnitten. Nebenan hörte ich immer die Komparsen, und zwar alles Männer, ja. Wo ich jetzt finde, die müssen sich nicht so haben eigentlich. Stöhnen, verhandeln, da können wir nicht nur die Kapuze aufsetzen und können wir das nicht anders lösen und muss ich denn eine Tonsur haben. Und dann war halt dieser Moment, dass man aus diesem Maskenzimmer jeweils rauskam und alle waren ganz stumm. So sehr sie das Extreme in ihren Rollen mag, im Privaten sucht sie die Ruhe. Sie liest gerne. Madame Bovary ist ein Lieblingsbuch. Und sie reist, am liebsten weit weg, nach Peru, oder? Ich würde gerne in die Mongolei reiten. Das ist ein Traum, der sich ja vielleicht auch irgendwann dann mal erfüllen lässt. Ich weiß nicht, mich fesselt, also ich kenne es nur von Bildbänden und natürlich von Dokumentationen, diese Weite der Landschaft. Der Ritt durch die Mongolei muss warten. Johanna Wokalek fährt gleich weiter, den nächsten Kinofilm drehen in Berlin.